Ja, herzlich willkommen zurück bei Rune Factory Frontier. Nicht wie man meinen mag Part 2, sondern theoretisch eigentlich 3, aber das verfluchte Dings ist abgeschmiert. Ja, Penny, du schnaufst auch schon sehr traurig. Dabei warst du lustig. Ja. Okay, wie gesagt, wir befinden uns hier in unserem Haus. Wir haben Tag 2 und jetzt kommt eine kleine Sequenz. Und danach erläutere ich mal kurz, was bis dahin passiert ist. Es ist nichts Besonderes. Schon gut. Hier, bitte sehr. Ich habe etwas Post für dich. Guck dir die süßen Puzzle-Dinger an. Post? Ja, ich bin Annette. Ich bin die Postbotin von Trampolin. Lee. Und du? Oh, ich bin Panda. Oh, schön dich kennenzulernen, Panda. Guck dir die, oh mein Gott, wie süß. Annette. Bursche. Du bist also die Postbotin. Ach ja, ich hab da etwas Post. Willkommen, schön dich kennenzulernen, deine Annette. Die Nette. Vielen Dank, Annette. Okay, also wie gesagt, was haben wir getan? Wir gehen einfach mal ganz kurz hier hoch. Wir sollten ja zurück zur Stella. Und wir sollten... Ja! Wir sollten was erledigen, und zwar sollten wir ins Geschäftsviertel, denn dieser gute Herr namens Törner, wie der heißt, und zwar hier drinnen, sollten wir ein Kackhaufen bringen. Wo ist denn? Ist weg. Alter, dieser Ninja. Weißt du, gehst du wieder runter, steht der da wahrscheinlich wieder. Aber komm, gehen wir mal weg. Da sitzt wer. Egal. Ja, genau. Ja, bleib vom Gelände hängen. Ja, hab verstanden. Okay, bist du auch denn hier nicht da? Warte mal, was kann ich hier aufheben? Nee, sehen. Diese Äpfel sehen köstlich aus. Mal schauen. Mal schauen, was. Oh ja, das ist das Rollmops-Kind. Oinies. Guten Morgen, Panda! Trinkst du Oinies? Ich? Nein, ich kenne mich mit alkoholischen Getränken auch nicht aus. Ist das nicht seltsam? Ich meine, immerhin betreibt meine Familie eine Bar. Aha. Ja, creepy child. Gut, der Herr ist verschwunden, können wir also nicht zeigen. Anschließend sollten wir... Wie ist denn das? Ach nein. Danny... Die Sonne scheint gerade, als könntest du etwas Saatgut kaufen, wenn du schon mal hier bist. Der denkt nur an Profit. Was gibt's, Panda? Was kann ich für dich tun? Wie laufen die Geschäfte denn? Geschäfte? Ja, laufen ganz gut. Es gibt nur ein Geschäft dieser Art, daher ist der Umsatz gut, auch wenn ich nur wenig Kunden habe. Okay. Naja, anschließend ging's. Wie hieß die nochmal? Ganesha. Aber leider ist es schon zu früh. Zu früh. Okay. Dann gehen wir erstmal das Feld wieder ein bisschen auf Vordermann. Dann ging's zu Danny, ja. Und dann von Danny zu Erik. Und Erik hat keine Freundin. Das ist ganz wichtig. Er wollte es nur mal klarstellen. Ich habe noch nicht mal gefragt. Er erzählt mir was von. Hast du eine Freundin? Nein. Boah, beziehungsweise es war mir ein. Was? Was? Ob ich eine Freundin ich hab habe? Keine Freundin habe. Ja. Ach ja, ich möchte erst mein Feld begießen. Denn die Pflänzchen sind... Mit deiner Salzsäurekanne. Ja. Wundert mich, dass ich noch kein Loch im Boden habe. Nee. Oh, es ist leer. Holen wir doch mal schnell Wasser. Wieder nach. Nee, also das... Eigentlich haben wir eben nur die ganze Zeit damit verbracht, von A nach B zu rennen. Beziehungsweise, bevor wir von A nach B rennen konnten, sind wir einfach planlos im Kreis gelaufen, bis man wieder
Ist doch wahr, bis mir wieder eingefallen ist. Oh, hey. Och Mann, jetzt stell dich doch mal besoffen dahin. So, geht doch. Skill up dadurch. Ja, tatsächlich. Durch Dumpen sein. Bis uns wieder eingefallen ist, hey, du musstest ja für Stella was erledigen. Wie gesagt, dann mit einer Bambussprosse im Gepäck weiter nach Türna, wo uns seine liebreizende, dickes Michelin-Männchen uns begrüßt hat. In einer weiteren Videosequenz, die nichts Besonderes war, und sie wollte uns andrehen, doch zu bleiben. Nur für 100 Gold, nur. Ich hab hier noch Cornflakes. Oh, bitte nicht. Warte mal, Cornflakes? Ich dachte, du sagst Chips. Nee, Cornflakes. Okay, akzeptiert. Das Feld umflügen macht ja so Fun. Naja, es geht eigentlich. Gibt Schlimmeres. Naja, also, Was noch? Ja, ansonsten haben wir nur noch Tau noch getroffen, die uns erzählt hat von ihrem wahnsinnigen Traum, in dem sie an einer Bohnenranke hoch in den Himmel zur Walinsel geklettert ist und... immer noch nicht gestrandet ist. Wer, Tau oder der Wal? Der Wal. Oder die Bohnenranke. Die gestrandete Bohnenranke. Ja, genau. Hey, schon wieder Level Up. Ja, kann man Level Up sagen? Ich glaube nicht. Na komm, nimm. Danke. Also das mit dem... Nein, ich stehe nicht im richtigen Winkel. Ist ein wenig nervig, aber was soll man machen? Aber, naja. Im richtigen Winkel stehen. Besser als im richtigen Winkel gehen. Aus dem Dekar-Winkel? Ja, der Dekar-Winkel, nur er sieht ihn. Oder so ähnlich. Mittlerweile ist doch mal 9 Uhr. Was? Ich habe 2 Minuten nur damit verbracht. Nein, 3 Minuten. hier, Unkraut einzusammeln, aber, hat so seinen Grund, denn irgendwie brauchen wir auch Profit. Wer es nicht glaubt, man kann Unkraut verkaufen. Stimmt, wir haben noch die nette Verkaufstosse kennengelernt. Die aus der Stadt kamen, die kannten sich schon. So, packen wir das hier rein. Schmeckt's. Ja. Gut. Was können wir jetzt eigentlich machen? Erstmal möchte ich meine Hacke wegpacken. Wir könnten zu Erik gehen. Was will ich da? Ich meine, der gibt uns Pflanzen oder so ein Kram, meinte der doch, oder? Ja, kann gut sein. Aber eigentlich wollte ich erstmal ganz kurz zu Tau, wenn ich sie wiederfinde. Ich weiß nicht mehr, wo das aus war. Rechts von unserem. Da war ich doch gerade. Naja, der Uhrenturm. Dieser Uhrenturm ist so groß, aber er scheint nicht zu funktionieren. Es ist 2:10. Nein, es ist 9:30. Na dran. Was? Was? Wie lange wollen wir uns ja jetzt eigentlich noch diesen wunderschönen Uhrenturm angucken? Mir rennt die Zeit davon. Nur weil deine Zeit stehen geblieben ist. Haben wir es dann? Hä? Huh? Nein, haben wir nicht. Oh nee, nicht schon wieder Stella. Ist der Uhrenturm nicht großartig? Er war schon hier, bevor ich hierher gezogen bin. Aber ich habe ihn nie in Betrieb gesehen. Nicht ein einziges Mal. Viele Leute haben versucht, die Uhr zu reparieren, aber keinem ist es gelungen. Du kannst jetzt nicht hineingehen, aber wenn alles sauber ist, werden sie öffnen. Wer ist sie?
Hä? Ah, was ist das denn hier? Und es glitzert. Das nennt man Bohnenranke. Quatsch nicht. Oh mein Gott, ich kann Hände sehen. Ich wollte dich nicht spoilern. Aber das war eine schnelle Bohnenranke, du. So. Wow, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß wird. Aber es ist so riesig, als könnte es den Himmel berühren. Vielleicht sollte ich hinaufklettern. Und einfach von oben runterfallen. Spiel zu Ende. Ich denke so, wie diese Geschichte, du weißt schon, der Junge mit der Bohnenranke und dann der Riese oben und so, ne? You know? Mhm. Ich hab vergessen, wie es heißt. Ja, ich auch. Hieß das nicht einfach die Bohnenranke von Stephen Kings? Von Stephen King. Ja. So, hier sind wir auf einem Wal. Das bin ich vor unserem Farmhaus. Das bin ich auf einem Wal. Eine Diashow. Das ist also die Walinsel. Die ist viel größer, als es von unten den Anschein hatte. Krass. Ah, ein neues Gesicht. Bist du ein Abenteurer? Ich bin unter dir. Nee, vielleicht sollte ich mal eher sagen, dass ich über dir bin. Ich bin Wer du. Wer ist da? Wo bist du? Entschuldigung, ich bin vielleicht ein Schelm. Ich glaube, du bist eher ein Wal. Ich bin Bewusstsein jenes Wales, auf dem du gerade stehst. Wal? Meinst du diese Insel? Genau. Bis ich ein Bewusstsein erlangte, gab es hier nur Felsenklumpen. Dann begann ich durch den Einfluss der Runen durch den Himmel zu schwimmen. Runen? Runen sind Sammlungen von Geistern. Auch wenn Runen von der Erde geschaffen werden, so haben sie auch manchmal Einfluss auf die Erde. Abenteurer, wie lautet dein Name? Ich bin Panda. Panda, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Auch wenn mein Bewusstsein und mein Körper durch Runen erhalten werden, spüre ich doch, dass die Runen in mir schwächer werden. Sollte die Rune jemals verschwinden, so würde mein Bewusstsein verblassen und meine Reise durch den Himmel wäre vorüber. Dies würde für alle diejenigen, die dort unten leben, große Gefahr bedeuten. What? Dann ist der Wal gestrandet. Ja, ich verstehe. Ich werde dem Problem, dem verblassenen Runen, auf den Grund gehen. Versprochen. Ich danke dir vielmals. Es ist zwar nicht viel, aber als Zeichen meiner Dankbarkeit würde ich dich gerne begleiten. Was? Siehst du diese Steintafel da? Ja, eventuell. Ach, die da. Dieser Steinhaufen. Die schien schon existiert zu haben, bevor ich zu Bewusstsein gekommen bin. Und ich spüre, dass eine große Magie von dir ausgeht. Sie könnte dir vielleicht nützlich sein. Wirklich? Nö. Gut. Das war aussagekräftig. Ich habe noch einen Hinweis für dich. Die Gebiete, die jenseits dieses Landes liegen, werden von Monstern bewohnt. Sie leben jedoch jetzt vielleicht hier, müssen aber in ihre eigenen Welt zurückkehren. Hä? Panda, deine Waffen sind mit einer Rückkehrmagie ausgestattet. Das ist die Magie, die diese Monster in ihren Ursprungsort zurückversetzt. Was für Waffen? Ja, dachte ich mir auch. Sie müssen in den ersten Wald ihrer Heimat zurückkehren. Panda, bitte bringe die verlorenen Monster wieder zurück in ihre eigene Welt. Ich zähle auf dich. Ich hab zwar noch nicht so viel verstanden daraus, aber irgendwie... Steintafel. Row, row, row your boat. Okay. Die Melodie des Vertrauens entsteht zwischen 12 Maiden. Ich frage mich, was das bedeutet. Das heißt 12 verschiedene Stimmen für mich. Fuck it.
Was war das gerade? Ich sollte wohl mal weitergehen. Nothing to do here. Pfft. Rocket Jump. Ich war's nicht. Hack. Okay, mal gucken. Ein Weg. Ein Weg. Ein Pfeil. Waldinsel, Höhlenfläche. Nein, Walinsel, nicht Waldinsel. Aber wie Waldinsel. Aua. Also mit einer Hacke ist schon irgendwie beschissen anzugreifen. Ich hab's besiegt. Ich glaube, das müsste ich angreifen. Okay, ist das vielleicht gut. Skill up. Was, in Landwirtschaft? Wahrscheinlich hast du mit deiner Hacke angegriffen. Der tut mir aber ordentlich Aua. Okay. Ach ja, man kann sogar auch hier oben auf dem Wal was anbasteln, glaube ich. Wenn ich mich nicht vertue. Hm. Das sollen wir vielleicht beim nächsten Mal ein zweiter angucken, ne? Ja. Ich würde sagen, machen wir noch bis 20. Okay. Jetzt abzubrechen wäre irgendwie komisch. Oh. Du wirst sterben. Mach nichts. Gut. Das war zumindest ein kleiner Anblick. Ich meine, da oben brauchen wir jetzt sowieso nicht weiter rumtouren, weil ich brauche erstmal eine vernünftige Waffe, das macht so nichts. Du hast dich erkältet. Du hast dich. Passt. Ja. Macht keinen Sinn. Bin ich eigentlich gelandet? Leerer Raum. Der sieht nicht so leer aus. Ach, ich bin in der Kirsche gelandet. Bei der Stella. Bist du mit Tau bekannt? Du scheinst ganz schön nach ihrer Pfeife zu tanzen. Haha. Haha. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen mal auch als nächstes zu. Oder wir mal gucken, was Ganesha sagt wegen Waffe oder so. Ich meine, sie hat sie Schmiedin, sie wird ja wohl irgendwie was zum Angreifen haben. Die Frage ist nur, wie viel wird der Spaß kosten? Dieses Steakmesser. Und wie lange muss ich drauf sparen? So, wird er jetzt wohl offen haben. Oh, na hallo, ich möchte etwas gerne kaufen. Okay, was hast du denn? Lass mal sehen. Hey, guck mal, das ist schon mal ein Schwert. Einhand, Zweihand kostet 500, das andere kostet 800. Ein Speer. Okay, ich verstehe. Der Speer zwar den höchsten Angriff, aber verbraucht auch am meisten RP, das heißt, ich bin sehr schnell nutzlos. Ich glaube, ich sollte das Schwert holen, aber wie viel habe ich denn überhaupt? 1500. Egal, mein Schwert. Ein Keil manifestiert sehr Feuermagie, durch ihn ist es immer im Winter gleich viel wärmer. Okay, ja, ich glaube, die Dings lasse ich mal. Ja, gut. Kannst du eh noch nicht leisten. Nö. Gut, würde ich sagen, kaufen wir mal kurz irgendwie ein paar Saatgut, weil das könnten wir auch noch gebrauchen. Aber jetzt musst du ja den Laden von Danny. Ja, Geizhals. Ja, Glück haben gibt's morgen schon Rüben. Ne, ich wollte nicht nur reden, ich wollte auch kaufen. Was haben wir denn da? Nimm einfach alles. Rübensaat, ja. Öl, billiges Armband, Anhänger. Na komm, mehr Rüben. Thanks. Okay, bis dann. So, jetzt gehen wir nochmal eben kurz speichern.
So, aber erstmal wieder den Weg finden, verdammt. Nein, nein, hier lang. Irgendwann werden wir das wohl auch noch hinkriegen. Ja, ein bisschen Übung. Was haben wir denn hier überhaupt? Okay, hier ist nichts. Ich weiß, dass hier oben rechts, glaube ich, der Hühnerstall hinkommt. Okay. Ich meine, ich wäre schon mal so weit gewesen. Ich glaube es zumindest. Okay. Einmal speichern. Nein, ich wollte nicht auf den Kalender gucken. Aber der Kalender ist doch so toll. Ja. Der Kalender ist so toll, dass wir uns bei einem anderen Datum doch wiedersehen. Bis dann. Tschüss.